Thea ist ja auch wieder da. Ja, ich bin ja auch wieder da. Wo auch sonst? Da ist jetzt was unscharf. Wie kann denn das unscharf sein, wenn du mich filmst? Der Buddy! Ja, wenn du mir noch sagst, wo der Star heute hier ist, ne? Der steht eigentlich heute hinter der Kamera, würde ich mal so sagen. Meinst du? Ja, also ich muss mal sagen, Ausstrahlung hat er, ne? Es leuchtet einfach vor meinen Augen. Geil, gell? Darauf, ja. Benutzt halt dein Mikroständer. Du benutzt mein Mikroständer? Ja, und ich kotze ihn voll. Warum das? Weil meiner in Brüderes irgendwo rumliegt, wahrscheinlich bei euch im Keller. Ach du Scheiße. Ich hab den bestimmt verkauft. Der Schöne mit dem Kreuz? Ja, ja. Ich freue mich so ein großes bisschen auf Hämatom, ja. Mal gucken, wie er das so machen tut hier, ne? So sozusagen, wie das alles so aussieht. Ich habe ja im Internet schon ein bisschen geguckt und heimlich natürlich. Und da sah das schon recht schicklich aus, was da so auf der Bühne passiert. Und jetzt will ich mal gucken, ob das nicht auch so schick ist. Das Haus stürzt ein. Mein Kopf, meine Lunge, meine Muskeln, meine Venen, alle Teile meines Körpers sind rot. Meine Augen, mein Gehirn, mein Herz, meine Kehle brauchen eine Nacht, die super vom Tod. Schnauze. Warum? Weil der Jarek was Besseres zu tun hat. Anscheinend. Licht aus, Licht wieder an. Jetzt wollte ich ganz stolz zeigen, wie toll ich das kann. Jetzt kann ich es nicht. Super. Jetzt filmt ihr schon wieder. Hier, es gibt einen Chernobyl-Monitor für den Wasser heute. Ah, okay. Schaut ein wenig. Sieht lumpen aus, aber er wird funktionieren. Ich habe jetzt hier bei mir den Jung. Der macht das Licht. Hämatom. Exklusiv. Ja, wie fühlst du dich so? Ja, gut. Gut. Super, super. Macht Spaß. Macht die Tour dir bis jetzt Spaß? Ja. Groß und ganz ein bisschen wenig Schlaf, aber sonst. Die Fernsehsache ist ein bisschen tricky, aber das kriegt man in den Griff bis zum letzten Termin. Hämatom wollen halt auch einfach mal besonders sein, hier so mit schönen Bildschirmen. Wie heißt du? Salvo. Okay. Und wie? Ich auch nicht. Okay. Ich bin auch schüchtern. Okay. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's echt richtig gut. Du hast Geburtstag? Happy birthday to you. Happy birthday, Chantal. Happy birthday to you. Yay! Wie fühlst du dich? Ziemlich gut. Ich habe gerade schon gesagt, es ist gut, dass die Maske hygienisch einwandfrei hier ist. Okay. Muss man sich keine Sorgen machen, wenn jetzt ein bisschen Essensreste meine Maske berührt, an den Mund fallen. Alles gut? Rein ins Maul. Lecker. Schmeckt es dir? So lecker. Oh ja, schön. Der behind the camera ist David. Hi. Magst du sie? Ja, doch. Wen am meisten? Dich. Mich. Die Mörcherin. Natürlich. Die ist die Beste. Und in Süd. Fein gemacht, gell? Super. Stimmt das, dass ihr Ärzte seid? Sauber. Ohne Scheiß, gibt's ein Gerücht, dass wir Ärzte sind? Ja, echt? Ja, das stimmt, jetzt kommt's raus. Ja, ja. Also ich bin... Er ist Gynäkologe. Er ist Gynäkologe. Ja, passt. Weil du dich so einsetzt für uns,
kriegst du heute Eintritt frei. Was ist das? Presseausweis, du kannst rein. Ja, danke. Ne? Ich gebe auf dich Acht. Ich schaffe es, dass die Sonne für dich lacht. 1, 2, 3, 4. Reich mir die Hand und folge mir. 5, 6, 7, 8. Wie weit wir gehen, liegt allein in meiner Macht. Ein Pulsschlag, ein Leben, 1000 Wunden, einen Namen. Wir stehen zusammen, von der Wiege bis zum Graben. Und Absasa! Und Absasa! Heute ist Samstag. Der? Wir sind in München, Backstage. Welches Datum haben wir? Der 16.11. Ich fände das jetzt voll geil, was? Wenn du mich einschmierst. Einfach wie du es bei dir so machst. Okay. Kannst du es festhalten? Das sieht eigentlich fast aus wie etwas anderes. Hier ist heute das Catering. Sieht sehr gut aus. Was gibt's denn? Es gibt massig Nudeln. Es gibt... Was ist das? Ja, irgendwie eine Soße mit richtig viel Fleisch. Es gibt Vegetarisches. Was auch immer. Wer stört? Es wird so klar, ne? Kaum erklärt man hier, wie das Catering so ist. Ist der Jochen schon da? Nee, ich habe ja schon eine von den Töpfen hier für mich weggetragen. Ist schon im Bus. Ja. Alles für mich. Alles für dich. Nee, ich würde sagen, wir können doch eigentlich schon mal alles wegfressen, oder? Ja. Warum sollen wir... Wie der Rest kommt, hauen wir mal ordentlich rein. Nimmst du deine Haare oder die Titten? Beides. Wir gehen weiter Richtung Ewigkeit. Ein Pulsschlag, ein Leben, 1000 Wunden, einen Arm.